Such dir auf jeden Fall die richtige Waffe vor dem Kampf aus. Kaufen. Ja, ganz toll. Ja, ganz toll. Wir haben nicht genug Kohle. Obwohl, wir haben wertvolle Sachen zu verkaufen. Ja. Mal sehen, wie viel das einbringt. Tonvase. Scheint kostbar zu sein. Ein Zenny. Genau. Scheint kostbar zu sein. 5 Zenny. Wollt ihr mich verarschen? Aber was es mit der Alraune auf sich hat, das wissen wir immer noch nicht. Willkommen, kann ich was für euch tun? Könntest du? Eventuell, wie viel Vitamin können wir hier kaufen? Das können wir, glaube ich, schon ein bisschen gebrauchen. Ja, Multivitamin gibt alle SP zurück. Okay, Bekämpfgift, Halbblinde, Ammoniak. Napalm. Flammen- und Windangriff gegen alle Ziele. Das klingt ja echt interessant. Und du? Man sagt, eine gute Verteidigung ist der beste Angriff, oder? Ja, dann zeig mal her. Ja, toll. Ja, ganz toll. Wir brauchen mehr Geld. Was ist hier? Hier geht's wieder hoch. Oh, was macht ihr denn? Papa, alles okay? Wirst du ohne deine Magie gewinnen? Aha. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hier hin? Nee, das ist das gegnerische Team. Aber wenn wir aus dieser blöden Halle nicht rauskommen, können wir ja auch nicht die Geiseln auswechseln. Das ist natürlich ein bisschen doof. Oder? Ah doch, hier komme ich raus. Super. Ich würde nämlich, glaube ich, gerne Momo mitnehmen. Ich denke schon. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Okay, das ist die Null-Magie-Halle. Oder war das da... Wo waren denn Bailey und Sundar? Sundar, keine Ahnung. Hier? Nein. Das ist wieder eine andere Halle. Ich habe vergessen, wo Bailey und Sundar sind. Sag nicht, die waren da unten. Aber da kommen wir ja jetzt nicht mehr durch. Oh! Nochmal! Ach, dann nicht. Nee, hier kamen wir, glaube ich, her. Genau. So, lass mal austauschen. Was? Du willst die Geiseln austauschen? Ja. Kannst du dich nicht mal entscheiden? Nein. Wer bleibt als Geisel? Nina bleibt? Das geht auch? Gut, machen wir es so. Ihr wart diejenige, die sagte, dass ihr am Wettkampf teilnehmen wollt. Oder nicht, Prinzessin? Heißt das, ihr seid bereit für den Kampf? Och, das geht doch nicht. Ich dachte schon. So, wer bleibt als Geisel? Dann bleibt Pecco. Hätte ja klappen können. Seid ihr jetzt glücklich? Aber natürlich. Nochmal kurz. Optimal ausrüsten. Ja, mit Handschuhen geht das schon besser. Wunderbar. Und ich glaube, ich möchte in dem Kampf Momo zuerst einsetzen. Ich bin mir nicht sicher. So. Und ich würde sagen, wir speichern das schnell auch nochmal, oder? Haben wir alles voll? 65, 45. Ja. Ich möchte nochmal speichern gehen, bevor es dann tatsächlich losgeht. Hier lang war das, oder? So.
Speichern war woanders. Speichern war hier irgendwo. Da. So, ihr müsst müde sein. Ja, geht's. Wir möchten nur speichern. Na los. Na los. Okay, gut. Dann auf ins Getümmel. Oder müssen wir erst hier rein? Hier? Bin ich hier richtig? Bin ich hier richtig? Es war cool, wie sie ihre Niederlinge. Bin ich hier nicht richtig? Hier kämpft ihr nicht. Okay, hier bin ich nicht richtig. Aber ich würde gern was mitnehmen. Schade. Hier kämpfen wir also nicht. Dann wohl doch weiter hinten in der Arena. Heißt hier? Sieht schon besser aus. Nichts? Nichts. Okay. Hallo. Du bist Ryu, ja? Mhm. Dein zweiter Kampf geht hier gegen Imitais Team. Imitai. Ja, erklär mir die Regeln. In der Null-Magie-Halle kämpft man in Teams. 3 gegen 3. Ach, das ist schön. Wählt man aus, wer vom eigenen Team kämpfen soll, ist zu bedenken, dass keine Magie genutzt werden darf. Also aufgepasst. Bist du bereit? Ja. Verstanden. Also dann, ich gehe. Wie immer. Entschuldigung, darf ich eintreten? Ja, dann komm doch mal rein. Wer bist du? Ihr seid Emitai, nicht wahr? Stimmt. Ich weiß, wir haben wenig Zeit, aber ich muss mit euch reden. Die machen sich startklar, Herr Imitai. Wie Sie vielleicht wissen, ist meine Tochter sehr krank. Wenn ich nicht das Preisgeld gewinne, wird sie nicht die notwendige Operation erhalten können. Oh, das ist ja... Es tut mir leid, das zu hören, Herr Imitai. Versuchen Sie uns zu überreden, absichtlich zu verlieren? Ich weiß, dass es eine große Bitte ist. Wenn Sie aber ablehnen, wird meine Tochter sterben. Ja, und wir werden für immer hier gefangen sein. Das ist ja auch nicht gerade schön. Ich kann die Endrunde gewinnen. Meine Magie wurde noch nie bezwungen. Ja, aber das ist die Null-Magie-Arena. Genau. In der Null-Magie-Arena bin ich wie jeder andere auch. Da bleiben mir nur meine beiden großen Jungs hier. Das Imitai gewinnt! Bitte! Oh. Sorry, Herr Imitai. Aber einer unserer Freunde wird als Geisel gehalten. Auch wir müssen siegen. Oh, was eine schlimme Situation, bitte. Oh, das wusste ich nicht. Ich denke, das war's dann. Oh, Layla, es tut mir leid. Bitte vergib deinen armen Vater. Ach, scheiße. Das ist ja schlimm. Das ist echt nicht schön. Das Leben ist nicht einfach, oder? Wollte das erst beim Finale anwenden, aber ich habe keine Wahl. Okay, Jungs, los. Okay. Was geht denn jetzt ab?
Was ist wohl mit Emitai geschehen? Herr Emitai, bitte kommen Sie zum Ring. Ja, der ist gerade noch ein bisschen beschäftigt mit seinen Jungs. Hier bin ich. WTF. Wie schon gesagt, ich kann nicht anders. Ich muss meine Jungs für mich kämpfen lassen. Jungs? Nun, wir haben keine Zeit mehr. Verehrtes Publikum, in dieser Runde Team Emitai gegen Team Rio. Kämpft! Ich habe Angst. Und alle sind stumm, das ist klar. Okay. Also heißt, wir können nicht zaubern. Gar nicht. Kein bisschen. Ich weiß nicht, soll erst Emitai angreifen oder die Jungs? Weil ich guck mal, was... So. So. Einfach mal gucken. 14. Aber er wird ja von den Jungs geschützt, glaube ich, oder? Das geht ja noch. Die sehen so kräftig aus. Geisterschlag? Das tat jetzt doch ein bisschen weh. Aber wir können wirklich gar nicht zaubern. Zumindest bei Nina nicht. Okay. Okay, Emitai ist gut verteidigt. Deswegen werden wir nur die Golems angreifen. Ryu? Warte, könnte der denn? Er könnte besteigen im Notfall. Das ist okay. Gut. Und Momo kann Weissagen und ausweisen. Erdbeben. Ja, ach ja, Momo hat Erdbeben gelernt. Aber dürfen wir ja leider nicht anwenden. Also, Angriff. Da bin ich ja mal gespannt.